Hallo Freunde, ich grüße euch. In Bezug auf meine zwei letzten Videos, es geht um die Selbstdisziplin. Ihr habt sie angeschaut, nehme ich an. Breche ich hiermit das Experiment ab. Ich stelle ein. Denn mein Ziel habe ich erreicht. Ich habe euch zum Nachdenken gebracht und ich habe erreicht, dass ihr in euren Köpfen auswählt. Dass ihr euren Denkapparat anstoßt und sagt, na, der Typ ist total durchgeknallt. Was der Thomas von uns da verlangt, ja, das kann ich, das ist Disziplin. Oder was er da verlangt, das ist einfach nur Bullshit, weil das könnte ich, das will ich und das möchte ich gar nicht. Ja, und das ist nämlich genau das, was ich erreichen wollte. Es ist schön. Ich habe es auch an den Thread hier unten gemerkt. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Und für die anderen ist irgendwo ein Mittelweg da. Und jetzt spricht zu euch nicht der Thomas Gast, der Pädagoge von der Männerschmiede, sondern der Ex-Profi-Soldat. 21 Jahre Soldat hier im Rucksack. Ja. Es gibt eine positive und es gibt eine negative Disziplin. Und Disziplin an sich ist nicht immer gut. Ja. Wer Soldat ist oder war, der weiß das. Wenn mein Dienst, meine Vorschriften, meine Dienstdisziplin von mir verlangt, dass ich alle Befehle ausführe, diszipliniert bin, dann ist sie nicht gut. Ja? Befehle, die gegen die Menschenwürde verstoßen, gegen die Menschenrechte, Befehle, die ein Verbrechen beinhalten, werden nicht ausgeführt. Basta! Da kann man nicht unter der Schirmherrschaft der Disziplin sagen, wumm, vorwärts. Nein, auf keinen Fall. Wenn aber die Disziplin von mir fordert, ich darf nicht trinken, ich darf nicht rauchen, ja, dann ist das in Ordnung, dann ist das gut. Diese Disziplin muss her, sie ist positiv. Ganz einfach, denn trinken bringt dich nicht weiter, rauchen bringt dich nicht weiter. Du brauchst das nicht, dein Umfeld braucht das nicht, deine Mama und Papa brauchen das nicht, deine Eltern brauchen es nicht, deine Kinder brauchen es nicht und dein Ehepartner sowieso nicht. Dein Geldbeutel leidet und deine Gesundheit. Ja, ich habe mal von Tugenden gesprochen, die 7 Tugenden auf dem Weg, ein Mann zu werden. Naja, da steht hinter jeder Zeile, was Autodisziplin heißt. Und ja, es gibt keine Regel, es gibt keine Art und Weise, wie ich Disziplin lernen kann. Der einzige Richter und Ankläger dafür ist der Blick in den Spiegel. Ja? Das heißt, diejenigen unter euch, die gesagt haben, okay, was der Tom da von uns verlangt hat, ja, nicht rauchen und trinken, nicht rauchen, nicht trinken, gut, ja, hat er recht, muss ich nicht. Aber wenn der Tom sagt, ich darf nur 2-mal pissen, ich darf das Wasser nicht trinken und ich darf nichts essen, wenn ich Hunger habe, das ist natürlich Bullshit, ja. Es tut eurem Körper gut zu pinkeln, dann macht das. Es tut eurem Körper gut zu trinken Wasser, dann macht das. Das ist natürlich. Das ist menschlich. Alkohol und Tabak sind es nicht. Es ist nicht natürlich und es hat in euch drin nichts zu suchen. That's the point. Also, 2 Arten von Disziplin. Positiv, negativ. Und jeder von euch Männern, sollte diese Erfahrung und diese Weisheit mitbringen, zu wissen, instinktiv, was gut ist für euch und was ihr gar nicht braucht. Das ist Disziplin. Man kann Disziplin nicht lernen, außer man lernt sie sich selber. Man bringt sich Disziplin selber bei. Und wie gesagt, Richter und Ankläger bei der ganzen Sache ist der Blick in den Spiegel. That's it. Ja. Trapattoni würde sagen, ich habe fertig.